Willkommen zurück in der Festung Arkanisch. Wir sind Styx, ein kleiner grüner Goblin, der versucht hier im Moment, Making the chandelier fall should be a good diversion. Ein Ziel zu erledigen, was hier rumläuft. Das ging schnell. Säuretrank, der ist doch eh unten, aber unten haben wir ja aufgeräumt. Ja genau, ich war jetzt, bin jetzt hier mitten schon im Kill drinne. Säuretränke, ja die Säuretränke, aber der liegt da unten. Was soll ich denn noch auflösen? Und wir müssen hier für diesen Ektor diese zwei Wachen hier beseitigen. Von dem wir eines schon mal problemlos entsorgt haben. Jetzt brauchen wir die zweite, die da oben rum eiert. Ja, das mit den Säuretränken habe ich ja verstanden. Aber so, ich laufe da jetzt nicht runter und macht den noch platt. So. Wollen wir erstmal schauen, wie wir jetzt hier ihn noch kriegen. Na komm, stell dich nicht so an. So, wo läuft er denn hin? Da. Schaffen wir das? Jawohl, das schaffen wir! Und damit hätten wir das auch geschafft. So, den muss ich jetzt hier erst wirklich verschwinden lassen. Cool. Ach so, dann sollte ich auch mal den Säuretrank reinmachen. Yeah. Another one gone. Ja, ciao, weg ist er. Schön, schön. Was muss ich jetzt mit dem blöden Kronleuchter noch machen? Muss ich jetzt echt beide Leichen entsorgen? Dazu muss ich noch mal komplett darunter. Ach, Hector, was für ein Zirkus. Muss ich jetzt wirklich hier runterhüppen? Kronleuchter 7. Welcher Kronleuchter zum Kuckuck? Da ist kein Kronleuchter. 2-1. Ach, das ist das. Batzel. So ging das. Wenn ich jetzt hier runterhüpfe, bin ich tot. Ich glaube, wir können so zu Ektor zurück. Müssen den da unten nicht wieder erledigen. Ich hoffe, dieser Irre. So. Auf geht's. Deine Probleme habe ich gelöst. Okay. Was nun? Ach da muss er aufmachen. Oh, da geht's noch weiter. Nein, nein, nein. Oh, ich ahne Böses. There we go. The room with the plans isn't far. I stop here. I don't want to be there if you start fiddling with stuff left by Querberus. Thank you for bringing me this far. Excuse me, but what are you? Well, I mean,
I never had dealings with something... with someone who looks like you. Well, there ain't anyone who looks like me. That's why your mother liked me so much. Now fuck off, I got work to do. Tja. Raum mit den Bauplänen, aber da müssen wir ja wohl doch offensichtlich hier hoch. Oh, jetzt habe ich den Zettel nicht da. Denn hier denke ich mal... Hier denke ich falsch. Was haben wir hier? Raum mit den Bauplänen. Das ist ja gar nicht das. Ich habe gedacht, das wäre diese komische Statue. Die Statue, die da bei Hector abgebildet worden ist. Ich müsste jetzt hier was machen. Muss ich aber nicht. Schön, schön. Wie geht's hier weiter? Nur ein Klon kann hier durch. Ja, das ist mir schon fast klar. Ja, Goldherztränke haben wir auch kaum noch. Ist denn hier irgendwo das Ding zum Öffnen? Bevor ich den jetzt hier durchjage. Klon erschaffen war mit 1. Jetzt machen wir erstmal hier. Und den Klon töten war mit 2, gell? 1 Klon steuern. Achso, eh durchgehen. Wo ist denn jetzt hier was zum Öffnen? Das war hier. Okay. Ist hier noch irgendwas? Ich kann sowieso nichts mitnehmen. So. Jetzt machen wir 2. Töten. Sie brauchen mal das coole Zeug. Ja. Hier längs. Oh nein, nochmal. Aber da läuft doch einer drin rum. Kann ich denn nirgends woanders hier durch? Jetzt läuft er da hinten. Ja, wo ist denn hier das zum Öffnen? Da drin war doch nur einer. Da muss ich das wieder schließen. Ja. Das sieht bald so aus, als wenn er das jetzt wieder schließen müsste. Ja. So funktioniert's. Jetzt ist die zu und die auf. Sehr schön. Wollen wir erstmal schauen. Das sind 2, aber der eine... ja. Ich könnte auch mal wieder einen Lebenstrank nehmen. 1 von 3. Benutzen. So. Wurfmesser. So, da könnte ich... Nee, jetzt guckt der... Nee, der guckt nicht. Der hat auch ein schönes Tränkchen da dran. Da muss ich mal überlegen, könnte ich... Da kann ich auf alle Fälle hoch und Verschwindibus machen. Aber ich würde gern den Goldharztrank haben, den der Typ da an sich trägt. Was macht der jetzt da? Streichelt sich den Arm und weiß nicht, was er sonst tun soll. Jetzt geht er da hinten weiter.
Könnte hochklettern, aber... Jetzt dreht der sich wieder um und geht zurück. Jetzt kommt der andere da angeschlichen. Ist der denn was? Könnte ich das da vergiften? Ja, ich weiß es nicht. Er hustet. Er hustet. Jetzt ist da was. Doch. Das kann ich vergiften, das Ding. Sofern ich da dran komme. Mach richtig wieder Lärm! Haben die was gehört? Nee, haben sie nicht. So, da wollen wir mal schauen, wie das mit dem Vergiften wirkt. Habe ich ja noch nie gemacht. Die schauen da, der schaut da. Na komm, lass es dir schmecken! Und jetzt? Ja, deinen Kollegen hast du gehört, aber doch nicht mich. Was macht er jetzt? Tja, würde ich auch sagen, kommt vom Essen. Jetzt kommt er hier raus, oder? Ich kriege eine Krise. Nee. So, Freund. Aber leider, wie wir gesehen haben, wenn wir sie töten, auch wenn wir sie vergiften, fällt er um und der schöne Goldharztrank ist für den Arsch. Das ist doch nicht zu glauben. Die schleppe ich jetzt nicht rum. Ah, da haben wir den Türöffner. Das war's wirklich gewesen. Hier ist nichts mehr. Absolut nichts mehr. Doch. Ah, Wurfmesservorrat voll. Was haben wir denn hier? Ach, das ist die Nebentür nur zum Öffnen der Kammer. Aber wo wir schon dabei sind, können wir ja mal reinschauen. Aber ich glaube nicht, dass da was drin ist. Ist genauso Banane. Ja, nee, aktivieren will ich ja nichts. Nichts, nichts, nothing. Ja, Freunde der Nacht. Ich wünsche euch noch was. Hätte ich aus dem Messerchen nehmen können. Igitt, Sonnenschein. Viel Sonnenschein. Das ist nicht schön. Aber es ist schon ein Riesending, oder? Es ist ja schon ein Riesending. So, bevor ich jetzt hier meine Höhenangst bekomme, gehen wir erstmal in den nächsten Raum. Schauen wir erstmal. Was haben wir hier? Sieht gut aus.
sieht gut aus. Hm. Keiner da? Keiner hier? Keiner da? Und hat mich ja jetzt ein bisschen... Was war denn hier eben? Nehmen? Was ist denn da? Ah, eine Münze! Ich hab's fast übersehen. Hab ich die Münze fast übersehen? So. Da haben wir... Da ist jetzt dieses Denkmal. Maps. The maps. They gotta be around here somewhere. How do I find these damn maps? Where Tja. Are you hidden them, Querberus? Und ich habe den Zettel nicht. Ich hoffe, aber sonst müsste ich zur Not einfach mal in meiner Folge nochmal nachschauen. Ich kann nicht mal die Kerze auspusten. Die ist fast so groß wie ich. Ach, so riesige Räume, das kann doch nicht sein. Das Einzige, was mich erfreuen kann, dass hier keine Wache rumläuft. Da ist wenigstens mal was. So, nehmen. Aber ich brauche unbedingt noch einen Goldharztrank. Das wäre viel wichtiger. Tja. Großes Anwesen. Keine Sau da. Hier hinten geht's weiter. Das ist dann doch zu... Du wolltest dich gleich übertreiben mit der Open World. Naja, wenigstens bin ich hier allein drin. Hier noch irgendwas? Nee, gar nicht. So, und jetzt war nämlich das Problem, der guckt in eine gewisse Richtung und ich hab schon, wie ich es geahnt habe, ich hab den blöden Zettel nicht, muss man nämlich jetzt die Dinger in einer gewissen Reihenfolge... drücken. Und ich weiß sie nicht mehr auswendig. Ich hatte sie mir aufgeschrieben. Aber den verdammten Zettel habe ich irgendwo hingewirtschaftet. Und jetzt weiß ich nicht mehr, weil der guckt in eine Richtung. Genau wie das Ding bei Hector. Schaut er in eine gewisse Richtung. Und jetzt musste man davor stehen. Ich meine, eins wäre da hinten gewesen. Aber da geht schon los. Wir können es ja mal einmal probieren. Ansonsten würde ich sagen, wir beenden es hier an dieser Stelle. Ich meine, hier wäre eins gewesen. Eins. Und dann wäre hier zwei gewesen. Zwei. Drei. Nein. War das denn jetzt richtig hier mit 1? Da leuchtet es auf, gell? 1. 1. Okay, dann blieben mir nicht so viele Möglichkeiten übrig. Dann war das falsch, dann ist das hier unten 2. Zwei. Dann ist das 3. Ja, dann sind wir doch durch. Ohne Zettel. Und dann ist das hier nämlich 4. So. Und eine Cutscene läuft. Okay. Ach, der Plan der Festung erscheint an den Wänden. Okay. Damn. Querberus really went all out. Kind of a bitch to get him out of here, though. Then again, that never stopped me before. Shit. There's a shortcut here that leads right to my hideout. Son of a bitch. Anyway, I better get back and study these maps more closely. Soon I'll know the atrium like the back of my knee. Hand. Huh? Was soll er denn jetzt machen? Jetzt geht's hier hinten weiter, oder wie? Würde ich mal sagen, jetzt wo wir eben noch nicht rauskamen, müssen wir jetzt weiter. Verbrennungsanlage. Was haben wir da oben? Gut, aber dann würde ich sagen,
Pläne. Sieht ja ein bisschen heiß aus, gell? Sieht ja heiß aus. Aber wir haben doch Maps irgendwie. Nee, das ist immer noch die gleiche. Aktuelle Zone. Zone Verbrennungsanlage. Ja, da muss ich jetzt rüber. Das habe ich mitbekommen. Was sagt die Mission? Flieh über die Verbrennungsanlage. Oho, oho, oho. Die meisten kürzesten. Das haben wir aber. Das war Nebenziel. Flieh über die Verbrennungsanlage. Gut. Das will ich mal sagen. Machen wir dann in der kommenden Folge. Da bleibt jetzt Dix erstmal hier stehen. Hier sind wir auch schön alleine. Kann ja nichts passieren. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Würde mich freuen, euch in der kommenden Folge in der Festung Akanesh wieder zu sehen. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye. Und ciao. So, jetzt haben wir es geschafft und haben tatsächlich die Baupläne gefunden. Das große Problem ist, sie sind an der Wand wohl fest aufgemalt oder irgendwie eingebrannt. Und nur durch eine gewisse Lichtstellung dieser Statue können sie dann sichtbar gemacht werden. Das hilft uns natürlich nicht wirklich, jetzt sie hier mitzunehmen. Und daher müssen wir mal sehen, dass wir weiterkommen. Vor allen Dingen, ich würde ganz gerne mal das nächste Versteck wiederfinden. Keine Ahnung, wo das zum Teufel wieder ist. Aber das klären wir dann in der kommenden Folge mit Styx in der Festung Akanesh hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao!